und willkommen bei Wild Thing. Ich habe ein Top-Review für euch und zwar sozusagen das erste im Kalenderjahr 2020. Und zwar beginnen wir das Jahr sozusagen mit einer deutschen Heavy-Metal-Institution. Und zwar dem neuen Album von Rage. Das heißt Wings of Rage. Das ist das trillionste Album von den Herrnern. Also wirklich, die sind ja schon seit 83, glaube ich, unterwegs und haben wirklich, wirklich viele Alben rausgebracht. Sind auch immer recht umtriebig gewesen, also haben jetzt nie 10 Jahre Pause gemacht, soweit ich weiß zumindest. Und genau, Wings of Rage heißt das. Das ist das dritte Album in der Nach-Viktor Smolski-Zeit. Das kann man als Zeitrechnung ja schon so sehen, der war ja ewig der Gitarrist. Gründungs- und Bestandsmitglied, also ist eine vollwertige Band, aber der immer dabei ist, ist natürlich P.W. Wagner, das ist seine Band. Und Wings of Rage fährt 12 Titel auf mit einer Gesamtspielzeit von 54 Minuten und ein paar Sekunden. Ist schon mal recht viel. Was man vorweg sagen muss, ist, die haben wie immer ein geiles Artwork. Dafür stehen Rage auch. Die haben immer ein relativ cooles Fantasy-artiges Artwork mit diesem Zeichenstil. Das ist schon mal fett vorweg. Für viele ja auch schon, wenn man so Blindkäufe, so habe ich es früher gemacht, auch schon der erste Kaufargument, so kenne ich nicht, ist cool. Und die machen natürlich auch nach wie vor auf ihrem neuesten Album, Wings of Rage, altetablierten Power-Thrash-Metal, also nenne ich es mal. Ich denke, das trifft. Die haben ja immer sehr, sehr wilde Stilmixe gehabt. Dann alles irgendwie Heavy-Metal, klar, aber die haben sehr power-metallische Aspekte, vor allem auch seit den 90ern, aber auch kombiniert mit thrashigen Passagen und vor allem thrashigen Riffing. Wie man das sonst auch vielleicht bei Iced Earth kennt, klar, für alle, die es jetzt Rage noch nicht so auf dem Schirm haben, was tragisch wäre, weil es die schon ewig gibt. Aber was mir halt vor allem, und da sind wir dann sofort im Album drin, auffällt, ist, dass das Album sehr dünn beginnt. Also die Produktion ist irrsinnig dünn. Du hast halt wirklich gefühlt eine Gitarre, du hast den Bass, du hast die Drums und den Gesang. So, und das ist echt wenig. Und das Riffing ist dabei relativ dünn produziert. Es ist jetzt nicht übertrieben fett. Das kann man so und so natürlich sehen. Also ich finde es erstmal, ist mir jetzt echt aufgefallen, so, fuck, ist das dünn. So, ja, gut, ne? Aber das ist halt echt dünn. Und das hat fast was Demohaftiges. Das löst sich aber später ein bisschen auf. Also es fängt recht dünn an. Und naja, so wie Rage halt sind, recht vielseitig vom Sound, ist auch das Album. Das löst sich in der Mitte dann deutlich ja auch melodiöser, power-metallischer auf, während es sehr thrashig halt auf diesem Riffing halt startet. Und da kommt dann teilweise das gute alte Keyboard hinter. Die waren ja auch immer recht melodiös. Und das macht den Sound direkt viel fetter. Also als ich das Album angefangen habe, dachte ich, fuck, was kommt jetzt? Das ist echt dünn. So, ne? Und es fängt halt irgendwie mit irgendeinem Song an. Richtig aufgefallen ist mir dann vor allem auch, Let Me Rest in Peace heißt der, glaube ich. Zu dem haben wir auch ein Video rausgebracht. Da merkt man halt auch wirklich diese Power- und Thrash-Kombination. Einerseits aufgrund des Riffings, klar. Andererseits aber auch im Gesang. Also, der macht dann so ein Let Me Rest, so ein bisschen böser Gesang, sage ich jetzt mal so naiv. Kommt nicht so gut. Ich bin auch ein bisschen Rage, ich habe die schon häufig live gesehen, ich bin da ein bisschen gebrannt, Marc. Ich bin nicht der größte Rage-Fan, muss ich jetzt auch direkt noch sagen dazu. Weil ich kein großer Fan seiner Stimme bin. Der hat dieses Basslastige, ich verbinde Power Metal halt immer irgendwie doch mit hohen, cleanen Stimmen. Er hat halt eher diese Tiefe und dann aber halt versucht auch so hart zu klingen. Und ich finde die Mische, das klingt nicht. In meinen Ohren finde ich das, ich finde das nicht so geil. Fand ich auch noch nie und das ist aber auch irgendwie Rage. Hinzu kommt, dass P.W. Wagner natürlich auch nicht jünger wird und das hört man natürlich in der Stimme. Ne? Also die wird immer tiefer, immer ein bisschen krumpeliger so, ne? Und ich finde, da geht halt die Melodie flöten und dadurch hast du halt dieses immer diesen Sound und das ist das, was ich bei Rage ein bisschen für mich persönlich zumindest bemängel. Man hat irgendwie den Eindruck, nie, die wissen, was die wollten vom Sound her. Und vielleicht wollten die genau diesen Stilmix, aber ich finde genau da, der befindet sich immer so auf dem Scheideweg. Die konnten sich nie so entscheiden und hängt auch sehr an der Stimme und dadurch haben die halt auch nicht diesen mega power-metallischen, epischen Anspruch. Den, wenn ich jetzt mal so ganz klischeehaft Hammerfall oder Rhapsody sage,
Das sind die halt nicht, aber dadurch haben immer noch so ein bisschen diesen Thrash-Aspekt, weil die Stimme das eher hergibt, aber dann auch mit diesen Ambitionen in Melodien. Und das ist natürlich auf dem Album natürlich haargenau so. Und ja, das kann man halt so und so interpretieren. Viele finden das als vielseitig und ne, Rage sind halt so vielseitig und es gibt für jeden was auf dem Album. Ich finde, es wirkt eher wie unbestimmt und das so ein bisschen indifferenziert, dass man nicht so richtig weiß, in welche Richtung wollt ihr eigentlich. Und dann kommt natürlich hinzu bei 12 Titeln und 54 Minuten, das ist im Durchschnitt wieder viel zu viel für meinen Geschmack. Und dadurch ist es halt ein Riesenbunch von Album, dem einfach zu viel ist. Und da wurde ich einfach mehr differenzierter, einfach ein bisschen präziser in die Ecken. Ich nehme auch ein 30-Minuten-Album, wenn es dafür auf den Punkt richtig geil ist. Und das ist halt Qualität vor Quantität. Und das bemängel ich halt einerseits bei Rage, andererseits aber auch bei diesem Album. Vor allem da besonders. Mein letztes Rage-Album ist jetzt schon ein bisschen her, offen gesagt. Waren vor allem so Viktor Smolski-Zeiten. Die waren natürlich auch technisch anders, weil Viktor Smolski ein Genius ist. Den haben sie nun nicht mehr. Und jetzt haben sie halt diesen anderen, den Namen vergessen, sind wieder eine Dreier-Kombo, was ich auf der Bühne cool finde. Und ich finde, das unterstreicht auch diesen thrashigen Heavy-Aspekt. Aber ich glaube, für eine wirkliche Power-Metal-Band brauchst du einfach mehr. Und ja, das bemängle ich so ein bisschen an dem Album. Aber wie gesagt, es fängt halt mit Let Me Rest in Peace, heißt der, glaube ich. Das ist so ein bisschen dieses, ja, thrashig, ein bisschen heavy, ein bisschen dies. Dünne Produktion, aber es löst sich zum Glück ein bisschen auf. Also spätestens beim Song Tomorrow, ist glaube ich der dritte, vierte oder so, da wird's dann, löst sich ein bisschen auf und die Mitte macht dann echt Spaß. Eher ungewöhnlich für ein Album, weil es ist ja doch eher klassisch so, dass man sehr stark anfängt und dann nudelt sich das so ein bisschen Dingens. Es ist in der Mitte eher stark. Am Ende zieht es sich einfach aufgrund der Länge. Aber ich finde halt, dass es da in der Mitte echt gut ist, weil die da die Melodien und durch diese Keyboard-Unterstützung deutlich mehr Tiefe, mehr Basis bekommen und der Sound einfach eine bessere Unterstützung erfährt. Und man muss sagen, und das ist absolut positiv, Rage können Refrains schreiben. Das ist wirklich so. Also während die, vor allem diese Riffings, die sind total generisch, so, das ist halt so, ja, ist halt ein Riff, ne, irgendwie ein Metal-Riff. Aber Refrains schreiben kann der, PV. Die gehen immer relativ gut ins Ohr und das ist ganz klar Qualität und das rechtfertigt auch, weswegen die nach so vielen Jahren auch immer noch relativ weit oben da sind. Ne? Also es gibt auch Bands, die haben sie ganz schön abgesackt, waren mal in den 80ern groß und bla bla. Die sind relativ solide unterwegs, die gehen den ganz, ganz großen Durchbruch, würde ich jetzt mal frecherweise behaupten, aber die haben es halt immer irgendwie auf einem recht hohen Level geschafft, aber halt, weil halt, da können, also Refrains gehen ins Ohr und das ist wichtig und ich finde das auch echt gut. Und das kommt in der Mitte besonders zu tragen, deutlich melodiöser, gefällt mir da schon besser. Ob ich da jetzt wirklich nach einem so einen Hitsong rausnehmen würde, weiß ich nicht. Also den, den die als Video rausgebracht haben, der hat mir nicht so zugesagt, deswegen wage ich das jetzt nicht rauszunehmen. Angemerkt sei da noch, die haben einen ominösen Song, HTTS 2.0, Higher Than The Sky. Das ist ein Hit aus den 90ern von denen, absoluter Ohrwurm, den haben sie neu aufgenommen und darauf gebracht. In neuen Gewand, neu halt jetzt mit dem Line-Up, bla bla. Kann man so machen. Ich finde es deswegen auch okay, weil das ist, ich interpretiere das vor allem bei der Gesamtspiellänge eher so als Bonus-Song und da finde ich es okay. Wenn das jetzt wirklich nur 6 Songs und da war einer davon gewesen, ist das schon ein bisschen dünn. Aber ja, also ich finde vor allem, wenn die diese Tiefe bekommen mit dem ordentlichen Basis, klingt es deutlich besser, als wenn sie dieses Thrashige versuchen. Das gefällt mir nicht, dieser Stilmix. Und der hat mir auch noch nie bei Rage groß gefallen. Davon muss ich mich jetzt aber trennen. Also ich musste zugeben, die Produktion war am Anfang dünn. Ich dachte, oh fuck, das kriegt höchstens 2 von 5 Punkten. Das muss ich jetzt ein bisschen revidieren. Das hat in der Mitte mir dann doch gefallen. Aber zu mehr als 3 Punkten lasse ich mich nicht hinreißen. Es ist halt, Rage, es ist so ein bisschen diese Krankheit, die viele Bands haben, die schon lange, lange dabei sind. Es ist eher was für Fans, wirklich für Fans. Wenn du jetzt mit Rage in Berührung kommst, wird das nicht das Album sein, das dich überzeugt. Und
Das ist einfach so. Das ist bei den meisten dieser altetablierten Bands so. Und ja, ich denke, da ist halt, warum sollte Rage dann eine Ausnahme sein? Dazu sei noch gesagt, ich habe immer bei Rage eine Ahnung, ich habe ja gesagt, ich habe so ein bisschen so meine Schwierigkeiten mit denen. Es ist nie so meine Band gewesen. Ein paar Mal live gesehen, auch mit Orchester, das war schon imposant. Aber auch so als Heavy-Metal-Band halt. Ich glaube, und das ist jetzt eine ganz gewagte These, die ich wirklich nur von persönlicher Seite aus sage, es ist so, dass dieser indifferente Stil, bisschen Thrash, bisschen Power Metal und gar nichts, weder das eine noch das andere so ganz, hat dafür gesorgt, dass sie nie ganz, ganz oben waren. Weil die haben hier und da die Songs, vor allem in der Vergangenheit, wie andere Bands, die es halt schon lange, lange, lange gibt, die mal zumindest mal den richtig killermäßigen Durchbruch hatten. Und ja, gut, die sind nie abgesagt, was cool ist, aber ich glaube, den ganz, ganz, ganz großer Durchbruch ist denen ein bisschen verwehrt gewesen, weil keiner so richtig weiß, wohin damit. Und das ist so ein bisschen, es gibt so ein paar Bands, auf die das Phänomen so zutrifft, dieses thrashig, heavier, man kann das nicht richtig einordnen. Es gibt bestimmt viele Leute, die mögen es, mir sagt es nicht so zu. Und das dann halt auch auf dem neuesten Album auch nicht so. Ich meine, diese dünne Produktion kann man so und so finden. Vielleicht finden viele das auch authentisch, vor allem, weil es nah live klingt. Es klingt halt sehr live aufgenommen. Wie gesagt, kann man so und so finden. Ich finde es nicht so pralle. Das Album ist ganz nett. Man wird niemals sagen, mach aus die Scheiße, ganz klar. Aber es wird nie meine Band und die hat es mal wieder bewiesen, muss man jetzt dazu sagen. Es ist eher was für Fans, das glaube ich wohl, aber fest. Ja, deswegen Rage, Wings of Rage, 3 von 5 Punkten, ein sehr allumfassendes Album, muss man einfach dazu sagen. Jetzt die Frage, womit verbindet ihr Rage? Was denkt ihr so zum neuen Album, überhaupt auch zur Band allgemein? Wir haben die das erste Mal hier und ja, ich bin da sehr gespannt. Das ist halt wirklich eine Band, die es schon ewig gibt. Und ich wette, man sieht die auch nächstes Jahr auf dem einen oder anderen Festival. Ganz klassischer Werdegang, frühes Album und dann dieses Jahr auf dem Festival. So viel dann zu Rage, Wings of Rage. Lasst mich wissen, was ihr dazu denkt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.